Hallo und herzlich willkommen zurück zu Restrict Skyblock. Ich glaube, wir sind jetzt in der 5. Folge. Ich habe zwischenzeitlich nicht so viel getan. Hatte leider nicht so viel Zeit gehabt, aber ist nicht schlimm. Habe hinten den Turm ein bisschen noch erhöht, habe meine Tierzucht ein bisschen gestapelt, weil da hinten seht ihr schon, da mit Glas, da kommen unsere Bienen rein. Ja, wir wollen heute die Bienenzucht anschmeißen und gucken wir mal gerade mal, was ich noch sonst gemacht habe. Habt hier ja ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, ich habe jetzt halt alles mal hier reingesetzt in den Bereich, damit ich da zentral alles habe und dass ich auch hier Zugriff auf meine Sachen habe. Ansonsten ist nichts passiert. Ach doch, habe mir noch Sweet Berries gemacht, weil die brauchen wir heute. Ansonsten nichts. Ne, gut, dann steigen wir direkt ein ins Questbuch. Ja, wir wollen ja heute unsere Mining-Welt öffnen und dafür müssen wir ein bisschen was tun. Das heißt, wir müssen hier in die Bienenproduktion reingehen. Bedeutet, wir brauchen einen Beehive und da müssen wir uns Bienen kaufen und Bienen bekommen wir mit Coins. Ich habe jetzt gar nichts großartig vorbereitet. Das heißt, wir machen alles zusammen gemeinsam. Das heißt, ich brauche insgesamt 2 Bienen. Die Coins haben wir natürlich wieder mit. Holen uns ein paar Blanks, dann machen wir uns gerade noch einen Beehive. Und dann sollte das alles funktionieren. Gucken wir mal, wo ich die Sachen da habe. Habe ich da noch was drin? Ach, da kann ich ja eigentlich den hier machen. Machen wir einmal dich und schon haben wir ein Beehive. Wir haben jetzt Bee. Und somit haben wir schon die erste Quest und wir bekommen ein paar Blumen, die wir reinsetzen können. Und natürlich auch Bienen. Wobei eine, ne, 2 haben wir, das reicht. Blumen haben wir auch. Das heißt, die Bienen kommen ja da drüben rein, wobei ich da aber jetzt erst die Vorrichtung gemacht habe. Achso, ich habe hier ein Frame Door drin. Und hier können wir schon mal die Blumen setzen, wobei 2 Blumen können wir, oder 2 Blumen können wir uns da aufheben. Dann können wir nämlich gerade schon mal die Bienen noch züchten. So, dann wollen wir die Bienen ein bisschen automatisieren, das heißt wir brauchen ja Honig und damit das funktioniert, möchte ich dann eine Automatisierung reinmachen. Das heißt, wir craften uns mal ein paar Dinge. 4 Absorber brauchen wir dafür, gucken wir mal, wie die funktionieren. Die Rezepte hätte ich mir eigentlich mal einspeisen können. Gell? Das heißt, wir brauchen einen Absorber, wir brauchen Dropper, Dispenser brauchen wir. Dispenser, den tun wir uns mal abspeichern. Was brauchen wir noch? Wir brauchen den Item Collector, den können wir uns einspeisen. Dropper können wir uns einspeisen. Der Rest passt soweit. Und dann brauchen wir noch den Dispenser. Haben wir alles. Gut, dann machen wir uns mal den Bogen. Fangen wir mit dem Bogen an. Dispenser, den Bogen. Keine Sticks. Ach, wir haben doch so viele Sticks. Unsere Baumfarm, da nehmen wir uns mal ein paar raus. Die Säpplinge können wir uns eigentlich auch mal mit rausnehmen, weil die brauchen wir auch mal im Laufe der Folge, wenn wir überhaupt so weit kommen, weil wir müssen heute ein bisschen was craften. Heute so ein bisschen mehr die Crafting-Folge, damit wir in unserem Quest weiterkommen. Ich brauche Observer. Das heißt, für einen brauche ich 6, 12, ich brauche 4 Stück insgesamt. 6, 24, das heißt, ich brauche 8 mal dieses Rezept. 6 mal dieses Rezept, nicht 8 mal. So, da haben wir dann Observer. Machen wir uns direkt 4 Observer, die haben wir. Machen uns den Item Collector. Dafür brauchen wir 1, 2, 3 Hopper. Der Rest dürfte ich alles haben. Ne, habe ich nicht. Die Dropper fehlen mir noch. 2 Stück. Und was fehlt man dann noch? Ah, ein Prismarin-Brick. Aber Prismarin ist ja kein Problem. Hammer. Einmal runter und Prismarin ist ja oben. Nehmen wir uns mal ein Stack mit. Habe ich jetzt was mitgenommen? Jawohl. So, dann machen wir mal den hier. Einmal ein Prismarin-Block. Einmal den Item Collector. Da haben wir den auch. Und was brauchen wir noch? Dispenser. Brauchen wir noch irgendwas? Okay, warum nimmst du den nicht? Ah, ich weiß, warum er den nicht nimmt. Ich brauche erstmal ein Honig.
Deswegen nimmt er den nicht. Dispenser haben wir. Gut, dann machen wir das Setup mal. Wobei ich mir dann gerade noch die Pipes mitnehme. Nehme ich mir die Pipes mit oder nehme ich mir die Item Pipes mit? Von Cyclic. Habe ich den nicht mehr? Oder habe ich die alle aufgebraucht? Gucken wir mal. Item-Kabel, genau die hier. Habe ich da nichts mehr? Dann machen wir uns einfach, oder? Die Bricks gingen doch so. Oder habe ich da was? Die gingen nicht so. Die gingen so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht. Dafür kriegen wir, wie viel kriegen wir denn da? Ne, 4 Stück. Wobei, die reichen für die Kabel. Iron Nugget ist auch kein Problem. Und dann machen wir uns nämlich gerade ein paar Kabel. Weil da können wir auch später noch ein paar Filter setzen. Meine Wrench habe ich hier drin. Das ist die Wrench, die brauchen wir. Dann würde ich sagen, wir bauen das auf. Wobei, ich hole mir noch einen Noteblock. Da kaufen wir uns auch gerade 2 Stück. Das sollte ausreichen und dann bauen wir mal unsere Zucht auf hier hinten. Hier könnte ich eigentlich noch eine Tür rein. Ne, da mache ich keine Tür rein. So, das heißt, wir haben einmal das Beehive hier. Das baue ich mal ab. Wo ist meine Spitzhacke? Da bauen wir das Setup gerade mal zweimal auf. Wo ist mein anderes Beehive? Achso, ich habe nur ein Beehive gekraftet, gell? Oh, das heißt, ich brauche noch mal ein Bienen-Egg. Ein Bienen-Spawn-Egg. Kommt, kaufen wir uns gerade. Wir haben ja ein paar Coins. Kaufen wir uns gerade noch 2 Stück. Dann machen wir uns gerade so ein Beehive. Ja, das heißt, ein Beehive reicht ja. Nehmen die Bee-Spawn-Egg weg. Bee-Spawn-Egg weg. Ja, folgetechnisch hatte ich relativ wenig Zeit, deswegen jetzt habe ich mittlerweile so ein bisschen Zeit und aus dem Grund möchte ich, oder bin ich auf die Idee gekommen, gerade mal schnell eine Folge zu machen. Meistens geht sowas immer in die Hose. Dispenser, ach so, ich habe ja nur einen Dispenser, ich brauche noch einen Dispenser. So, das heißt, der Dispenser kommt dahin, dann machen wir uns nämlich gerade noch einen. Dann sollte das funktionieren. So, ein Dispenser, noch ein Dispenser. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Bow. Und dann haben wir einmal den Dispenser. Ah, Glas brauchen wir auch noch. Ich habe kein Glas mehr. Das heißt, wir holen uns gerade mal 2 Stacks Sand. Gehen einmal hoch, braten die durch. Was haben wir da gerade am Laufen? Achso, da läuft noch ein bisschen Iron Dust durch. So da rein, da läuft unser Gold durch, das können wir dann gerade wieder dazu schmeißen oder da reinschmeißen, das kann er dann nachbraten. Wir brauchen nämlich noch ein paar Bottles. Gehen wir mal schlafen. Dann gucken wir mal, wie weit das mal heute noch kommen. So, bauen wir weiter auf. So, machen wir das zweimal. Das heißt, der Dispenser kommt da rein. Observer, wir nehmen den Block. Nehmen wir White Block? Ja, wir nehmen die White Blöcke. Das heißt, einmal ein White Block, einmal ein Note Block und der Gute muss, muss ich gerade überlegen, so rum. Das ist richtig? Ja, genau, somit funktioniert das. Da müssen wir dann die Flaschen reintun und einmal, wenn ich hier was baue, komme ich hier nirgends mehr rein. Das heißt, das muss ich anders machen. Die kann ich eigentlich auch direkt nebeneinander machen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das mache ich auch. So, dann kommst du einmal dahin, dann machen wir einmal das Beehive hin, machen den ein Observer kommt dahin, der andere Observer kommt, Moment, der war verkehrt. Der Observer kommt dahin,
der Observer kommt dahin. Und da machen wir dann gerade Dispenser dazu. Machen hier noch einen Block hin, machen hier noch einen Notblock hin. Damit sollte das funktionieren. Machen dich dahin. Und dann gucken wir mal, was wir noch brauchen. Ich könnte mir eigentlich eine Framed Door noch gerade craften. Mal, wie die nochmal ging. Add Framed Door. Gebt mal es richtig ein. Add Framed Door. So, wo haben wir sie denn? Da hinten haben wir sie. Da brauchen wir wieder die hier. Zwei Stück. Oder zweimal das Crafting-Rezept machen. Framed Door. Wunderbar, funktioniert. Jetzt muss ich überlegen, brauche ich irgendwas noch? Wenn ich die Kabel nehme, nehme den Item Collector. Gläser brauche ich noch. Das sollte ausreichen. Das gibt genau 10, 30 Stück. Weiß gar nicht, wie viel muss man eigentlich craften. So, 30, die nehmen wir mal mit. Und es gibt da von Cyclic, gibt es dort den Filter. Filter Card. Nein, Item Filter war das. Gucken wir mal. Item. Filter, hold item and setting use for filter. Ist das die hier? Nee, das war die nicht. Oder? Doch, das könnte die sein. Dafür brauche ich Purple Dye und Carbon. Carbon ist eigentlich gar kein Problem. Dafür brauchen wir Papier. Aber komm, das machen wir später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier das Setup hinbekommen. Bedeutet, wir stellen die Tür oder setzen die Tür so hin. Genau. Habe ich noch White Blöcke? Keine White Blöcke mehr, ist egal. Machen wir später. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal zu. Und dann spawnen hier, klappt mal 1, 2, 3. Habe ich noch Blumen um. Einmal du und einmal du. Komm, dann macht man so ein kleines Baby schon noch. Machen wir hier direkt zu. Oh, die fliegen hier durch. Oder? Warte mal, funktioniert das überhaupt? Ne, die gehen da vorne rein, gell? Ah, das werde ich gleich sehen. Komm, machen wir jetzt halt erstmal hier zu. Dann machen wir ein paar. Den Dropper müssen nochmal. Machen wir mal da 15 Gläser. 15 Bottles rein, nicht Gläser. Bottles machen wir direkt zu. Ah, du willst hier rein, komm. So, funktioniert. Machen hier 15 rein. So, dann gehen wir nämlich direkt hier raus und lassen wir die in Ruhe mal. Gut. Ich brauche ja nur ein Honig erstmal. Holen uns die hier. Den Item Collector müssen wir dann noch aufstellen, damit wir hier dann alles einfangen können. Den würde ich auch erstmal vorübergehend hinstellen. Der braucht da keinen Strom. Nein. Da geht eins hoch. Der hat eine gute Range. So eine große Range brauchen wir eigentlich nicht. 7x7 reicht dicke aus. Gehen dann hier nochmal ein bisschen hoch. Ah, das reicht aus. Somit bekommen wir alle Gläser, die hier dann droppen. Bekommen wir. So, machen dich einmal rein, dich einmal rein. Damit funktioniert's. Ja, die sind schon drin. Wunderbar. So, es ist ja so, dass dieser hier bei einem Level von 5. Also da muss 5 mal so ein Honig drin sein, dann kriegt er so ein Level 5, bekommt dann jeweils ein Signal, ein Redstone-Signal, das dann über den Noteblock geht, das wird aufgefangen von diesem Observer, der dann unseren Dispenser aktiviert und dann ziehen wir praktisch den Honig raus. Der ploppt dann hier irgendwo rein und deswegen haben wir hier unseren Dispenser erstmal aufgebaut, damit er den Honig bekommt. Gut, lassen wir die jetzt erstmal, das dauert. Und dann gucken wir mal, was man noch in der Folge hinbekommen. Räumen jetzt erstmal ein bisschen auf wieder. Das heißt, hier das Holz rein. Hier das rein. Da wieder Holz rein. Die Saplinge rein. Und alles, was so Iron und Redstone war, ist hier. Ich habe die Kabel doch nicht gebraucht. Aber ist nicht schlimm. Setzen wir dann hier rein, die Kabel. Die Sticks, da können wir da rein tun. Und dann gucken wir, was wir dann als nächstes brauchen. Ist halt doof, wobei das ist eine optionale Quest oder brauche ich die Quest?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ist halt doof, dass ich jetzt halt erst machen kann, wenn ich einmal diesen Honig habe. Müssen wir dann gucken, dass man das zukünftig ein bisschen anders macht. So, ich könnte das hier schon mal vorbereiten, wobei ich ja erstmal den Honig brauche, aber ich kann schon den Cookie Pot. Das sind alles so Dinge, die kann ich ja jetzt halt schon mal machen. Wo habe ich mein Iron? Das heißt, ich brauche einmal Tisch, dann brauche ich einmal Tisch und Tisch. Da machen wir uns nämlich gerade noch eine Schaufel. Habe ich gesehen, brauchen wir. Und was brauchen wir noch für den Cooking Pot? Wobei, komm, das machen wir gerade mal anders. Ich brauche den Cooking Pot. Den tun wir mal da rein. Dann brauche ich braunen Mushroom. Das heißt, ich brauche dieses Rezept. Das machen wir einmal da rein. Und dann brauche ich noch, das ist kein Problem, die Biomasse ist ein Rezept. Das holen wir uns mal raus. Und was brauchen wir dann als nächstes? Oh, da Stuff, das heißt, ich brauche so ein Pumpkin. Oh, da brauchen wir ein bisschen was. Gut, die bekommen wir ja. Reis habe ich noch nicht. Baked Potato habe ich auch noch nicht. Das heißt, wir holen uns mal Reis. Dann tun wir nämlich alles mal so vorbereiten, was man so brauche. Dann brauche ich nämlich noch einen Hopper Botani, wobei ich könnte... nehmen wir uns, eine reicht. Wobei ich könnte da gerade mal einen ersetzen. Das heißt, du kommst jetzt einmal weg. Dann setzen wir einmal den Botani-Pot hin, einmal Dish hin, einmal den Reis rein. Dann kann der gut wachsen. Gehen wir runter, holen uns mal Potatoes. Da oben haben wir sie. Backen die mal durch in der Zeit. So, du da rein, du da oben rein. Gut, da haben wir das. Und dann gucken wir mal, was unser Honig macht. Ich habe ja noch meine Time of Bottle. Das heißt, ich könnte ja das noch mal ein bisschen beschleunigen. Ah, ich habe schon meinen Honig. Jawohl, funktioniert. Dann können wir es so weiterlaufen lassen erstmal. So, dann geht's weiter. Haben wir... Ein Redstone Dust? Warum Redstone Dust? Keine Ahnung. Gehen wir mal in den Cooking Pot. Cooking Pot brauche ich das. Ein Eimer Wasser. Holen wir uns ein Bucket. Holen uns einmal ein Wasser. Und dann machen wir einmal den Pot. Haben wir auch. Wunderbar. Passt auch. Du. So, und jetzt geht es um die Brown Mushroom. Brown Mushroom brauche ich einmal. Das ist Organic Compost, das heißt, wir brauchen Dirt, Straw, Tree Bark. Tree Bark ist ja das Thema, dass wir. Genau. Holen mal unser Holz. Haben wir kein Holz? Nein, kein Problem. Da haben wir ja genug drin. Zack, zack. Das heißt, wir nehmen Tisch einmal weg, nehmen das in die Left Hand. So, komm, du musst bitte weg. So. So, haben wir genug Tree Bark? Jawohl, haben wir doch genug. So, du rein, Organic Water, Tree Bark haben wir. Straw fällt uns. Straw. Einmal runter. Und wo ist unser Straw? Suche. Dirt brauchen wir auf jeden Fall. Und der Straw, wo ist denn der? Ah, da oben. Komme ich da oben dran? Na, reicht. So. Tisch einmal auflösen in Einzelteile und somit haben wir unseren Biomass. Einer reicht, gell? Genau, dann brauchen wir unser anderes Biomass. Dafür brauchen wir Leaves. Haben wir keine, aber holen wir uns. Einmal Tisch und dann einmal die Schere raus. Passt. Gehen einmal schlafen. Und so geht auch die Zeit wieder rum, gell? Das ist Wahnsinn. So, Bone Meal können wir so wachsen lassen. Genau. Und einmal die Leaves gerade genommen. Die sollten ausreichen. Baumstamm lassen wir stehen. Mache ich nachher, wenn es offline. Mache ich ihn dann weg. Was fehlt uns? Ah, Blumen. Wobei, wir können ja hier unsere Black Dye nehmen. Da haben wir ja ein paar. Zack. Passt auch. Wunderbar.
So, einmal Biomasse bitte. Die reichen auch aus. Und jetzt müssen wir gucken, was brauchen wir noch? Die habe ich, die habe ich, die habe ich. Wir brauchen einmal den hier. Das heißt 9, 16 und 1. Habe ich jetzt 8 mal Biomasse oder 9? 8 mal habe ich nur. Das heißt, wir holen uns nochmal. Das heißt, die 16. Da waren es 9, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen, das Rezept. Einmal das Organic. Und einmal 9 Straw. Für Straw haben wir 7. Das heißt, wir brauchen doch noch Straw. Wobei, ich habe doch bestimmt irgendwo noch da rumfliegen, oder? Ne, da habe ich die Rob. Das heißt, da haben wir schon mal Straw benutzt. Also runter und gerade nochmal geholt. So, Straw da einmal rein und somit haben wir die hier, die hier, die hier. Passt wunderbar. Das einmal ins Wasser rein. Du, du und du. Und somit bekommen wir unseren Funkus Among Us. Braun Mushroom. Der Braun Mushroom, den brauchen wir später. Das heißt, den lasse ich jetzt erstmal da drin. Das heißt, du Melon Seed. Ob ich Melon Seed herbekommen? Keine Ahnung. Tree Bug machen wir weg. Wir räumen jetzt erstmal wieder auf. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Den Bucket machen wir da rein. Die kommen da rein. Das Trip Clock brauche ich jetzt halt nicht. Honig brauche ich später. So, machen hier die Mystical rein. Da machen wir die Sticks. Ne, die Sticks lassen wir mal. Die können wir vielleicht brauchen zum Craften. Bedeutet, die Sticks machen wir mal da rein. Die Leaves machen wir mal da rein. Dirt kommt da rein. Und somit kriegen wir hier ein bisschen aufgeräumt. Den brauche ich glaube ich später. Genau. So, dann gucken wir nämlich weiter, was wir als nächstes brauchen. Als nächstes brauchen wir nämlich da ein bisschen was. Da müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Das heißt, ich habe ja den Cooking Pot. Den Cooking Pot ist ja so, kann man das lesen? Nein, Cooking Pot. Gucken wir mal. Dann können wir auf ein Campfire auf das Dorf machen. Wir kraften uns ein Stove. Gucken wir mal, was wir dafür alles brauchen. So, einmal das Crafting-Rezept speichern. Und dann gucken wir mal. Oh, da brauchen wir ein paar Bricks. Campfire. Campfire war das. Okay, passt. Campfire. Wo ist mein Flint? Da. Flint. Du zweimal. Dann machen wir uns nämlich gerade mal das Campfire schnell. Genau, Bricks haben wir ja noch da drin. Falsche Seite, hier sind die Bricks drin. Da brauchen wir einen Tisch. Und dann gucken wir mal, was wir noch brauchen. 1, 2, 3, 4. Somit sollten wir alles haben. Genau. Das heißt, da können wir nämlich unseren Cookie-Pot drauf machen. Und haben wir hier noch Platz? Ja. Den stellen wir gerade damit dazu. Das heißt, du kommst weg. Machen einmal den Stove und dann machen wir den Cooking Pot drauf und dann können wir jetzt das ein oder andere bisschen durchbraten. So, was braucht man dafür? Wir brauchen einmal Stuffed Pumpkin. Oh, ich brauche noch einen Pumpkin. Beet Hammer, Tomatensauce. Tomatensauce ist einmal durchbacken, das heißt, wir brauchen einmal einen Bowl. Holen uns mal Tomatensauce. Holen uns erstmal ein Pumpkin. Das heißt, für den Pumpkin brauchen wir 2 Bone Meal. Holen wir uns mal 2 Stück. Genau, das reicht erstmal. Machen uns da einfach gerade mal 4 Pumpkin Seeds. Da gehen wir auch hin. Komm, dann reduzieren wir mal die Bäume hier. Die Baumzucht wird reduziert. Die Baumschule. Das heißt, einmal den Pot, einmal du rein und einmal du rein. Genau, und somit bekommen wir unser Pumpkin. Das heißt, du kommst da rein, du kommst da rein. Dich brauchen wir nicht mehr. Das Flint, die Axt nehmen wir mal und machen das Flint hin. So, Bone Meal weg. Dich brauchen wir. Dann brauchen wir mal ein paar Bowls. Bowls waren. So, komm, wir machen uns mal. Wie viel machen wir uns? Machen uns mal 12 Stück.
Keine Ahnung, wie viel das wir noch brauchen. So, dann machen wir uns das Crafting-Rezept. Und das heißt einmal du. Das Crafting-Rezept nehmen wir uns mal mit. Dann brauchen wir Bowl of Pumpkin. Ah, okay, alles klar. Das ist ja das, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen ja das Stuffed Pumpkin machen und damit mache ich mir dann die Bowl of Pumpkin. Richtig? Gucken wir mal. Genau, das, so war das. Dann gehen wir mal. Stuffed Pumpkin. Brauchen wir Reis, die Onion brauchen wir. Onion, Sweet Berry, Beetroot. Onion, Tomaten brauchen wir. Kartoffeln habe ich durchgebraten. Noch was? Achso. Was ist denn das für eine Musik? Was habe ich denn da laufen? Ja, lass mal laufen, oder die Musik? Nein, lass mal nicht laufen. Machen wir weiter. Ja, das hört sich besser an. So, und weiter geht's. Baked Potato. Die sind auch deutsch. Wunderbar. Pumpkin habe ich, genau. Das heißt, wir müssen da, was fehlt uns? Das. Die Tomate fehlt uns. Da brauchen wir eine Bowl. Dann haben wir einmal die Tomatensuppe. Die reicht, komm, eine reicht ja. Dann brauchen wir noch das Reis und Sweetberry. So, Sweetberry haben wir da genug. Reis haben wir da genug drin. Das heißt, der wird einmal umgewandelt in Rice. Und somit haben wir doch alles für Stuffed Pumpkin. So, das heißt, du kommst hier einmal rein. Ehrlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Once you have prepared the Stuffed Pumpkin, place it in the world and right click on with a bowl to take a serving. I've got 100 waiting for you. I will take all 4 servings and the cookie is for dessert. Thank you. Ah, der Cookie muss ich auch noch machen. So, der Gute ist fertig, jawohl. Nummer 1 ist fertig. Der wird jetzt in der Welt platziert und jetzt müssen wir einfach mit der Bowl Rechtsklick machen. Genau, und somit haben wir die 4 und die 4 möchte die gute Dame hier haben. Das heißt einmal Submit, auch erledigt. Und dann machen wir uns noch den Honig. Honig kam hier. Da habe ich noch da drin. Unser Wirt ist da hinten drin. Na, haben wir es doch noch gepackt, hä? Zweimal. Jetzt habe ich 3. War ein bisschen was zum Kochen gewesen jetzt heute, aber ist sehr wurscht. Auch das schmeckt gut. Submit ist das wieder, gell? Genau, einmal. Und somit bekommen wir einen Coin. Und somit haben wir unsere Mining-Dimension offen. Aber bevor wir da jetzt hingehen, räumen wir jetzt erstmal auf. Das heißt, wir machen wieder alles dahin, wo es hingehört. Und dann haben wir es doch gepackt. Und ist gut, dass wir es gepackt haben, weil wir werden dann hingehen, oder ich werde dann hingehen und komm, dann reißen wir mal da rein. Muss ein bisschen minen gehen, weil wir brauchen ein paar Rohstoffe. Dass wir auch in Mystical Agrikultur langsam einsteigen können, passt dann weit. Warte mal, dann gehen wir dahin, gucken wir mal, was alles reinpasst. Gar nichts, gut. So, alles Nahrung, das ist gut, das können wir alles mal essen. Passt soweit, machen wir noch Sweet weg. Ja, und dann haben wir ja schon wieder die Zeit rum. Die Bowl brauchen wir auch nicht. Die können wir aufräumen und dann gucken wir mal. Wir haben den Mining-Schlüssel. Das heißt, wir haben den Mining-Schlüssel und können in die Mining-Dimension. Das ist da drüben, ja, das ist ja so. Wir müssen suchen die Sphäre for the door that matched your key and place key into the item frame. Das heißt, da ist ein Item Frame. Dann gucken wir mal, dass wir den finden. Wie? Dass wir den finden? Ja. Ah, haben wir schon. Gut. Das ist die Mining Sphäre. Das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel und können jetzt endlich da reingehen. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, es ist ja wirklich so, dass wir da überhaupt nicht reinkommen. Das heißt, das kannst du nicht kaputt machen hier. Ja, das ist eine Mining Wall, die ist kaputt. Da haben wir so eine Sphäre, Unbreakable Sphäre Block.
Das heißt, es ist komplett geschützt, da kommst du nicht rein. Du kommst nur rein mit dem Mining Key. Das heißt, einfach Rechtsklick und schon ist unsere Mining Dimension geöffnet. Cool, 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 cool. Dann geht's runter in den Mining Tunnel. Richtig genial. Geil, geil, geil. Das Schöne ist, ich weiß es ja, hier haben wir so ein paar Dinge, wo uns ein bisschen weiterhelfen. Das heißt, wir haben so ein Inferium Furnace. Na, den nehmen wir uns natürlich mit. Wir haben ein paar Block of Coal, richtig gut. Ja, wir haben Hopper hier hinten. Ja, dann nehmen wir alles einfach mal mit. Cool, cool, cool. Da haben wir ein paar Hopper. Was haben wir da noch drin? Gar nichts. Die Chest nehmen wir uns aber mit. Da haben wir noch einen Hopper. Eine Chest. Wunderbar. Wir räubern hier. Ja, wir können uns da hinten... ist eine Möglichkeit, da können wir uns, da haben wir Creosote Oil drin und da können wir uns auch Fackeln machen. Das heißt, einmal den Tank rein und schon haben wir die Möglichkeit 19 mal 12 Torches zu machen. Richtig cool. Den Tank nehmen wir natürlich auch mit nach oben, passt richtig gut. Geil, geil, geil. Hier haben wir nochmal ein Zusatzgeschenk. Das heißt, hier haben wir einen Netherite Maddock. Hier haben wir was zu essen. Nochmal so ein Honey Glazed Ham. Das heißt, wenn man den auch in der Welt platziert, mit der Bowl dran geht, bekommt man gut was zu essen. Das heißt, wir sind gut vorbereitet für unsere Mining Tour. Das heißt, right click this block to enter the Mining Dimension. Und schon sind wir in der Mining Dimension. Ja, das heißt, ich werde dann offline, wo bin ich hier? Ich werde hier offline ein bisschen minen gehen, so die notwendigsten Ressourcen, die wir brauchen, damit wir dann weitermachen können mit dem zweiten Chapter. So, wir gehen aber wieder zurück. Und auch das ist genial gemacht, das ist das, was mir so gefällt. Wenn man bedenkt, wo wir herkommen, ja, ist doch ziemlich ein weiter Weg, den wir hier runtergelaufen sind. Und hier ist unser Ausgang. Das heißt hier einfach go home und wir sind wieder zu Hause. Richtig cool, genial, geil, geil, geil. Da unten haben wir noch ein paar Loot Chests, da kommen wir dann irgendwann mal dran und gucken mal, was da drin ist. Cool, cool, cool. Somit haben wir es doch noch gepackt, in die Mining Dimension zu gehen und wie gesagt, ich werde jetzt offline da ein bisschen minen. Und wir haben hier noch ein paar Quests offen, wir haben noch die Block of Negatite, wir haben noch die Feeding Through. Das ist ein Thema, das werde ich offline machen. Da geht es einfach nur darum, ein paar Dinge zu bekommen und unsere Tiere etwas zu breeden. Interessant wird es dann nächste Folge, wenn wir dann letztendlich in die Nether-Dimension kommen. Das heißt, wir haben es jetzt endlich gepackt. Wir haben das hier freigeschalten, was richtig gut ist. Wir haben ein Storage-System jetzt. Oder wir können uns Simple Storage Network machen. Richtig genial. Das heißt, das hier können wir ein bisschen umbauen. Wir können uns Zugriff gewähren hier auf den Drawer Controller. Somit haben wir dann Zugriff auf alle Items, die hier drin sind. Und somit lässt sich dann schon ein bisschen einfacher oder schneller craften. Ja, richtig gut. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann darum, dass wir auch hier wieder, das sollte eigentlich was aufploppen. In die Enddimension müssen wir eigentlich kommen. Ich würde dann anfangen hier mit Mystical Agrikultur, weil da können wir doch schon das ein oder andere an Seeds machen. Also richtig genial. Jetzt muss ich mal gucken, warum das nicht ist. Da machen wir was. Wir machen mal FTQs Editing Mode an. Dann gucken wir uns mal an, was der hat. Der hat ein Few Dependencies, Rune of Order, Block of Energize. Wobei, der soll ja eigentlich nicht Hide. So. Soll schon da sein. Genau, das heißt einmal Editing Mode wieder raus und somit ist er da. Wunderbar. Und somit sehen wir auch dann unsere dritte Chapter, unsere Enddimension. Das heißt Back from the Nether. Da können wir erstmal zugreifen, wenn wir hier in der Enddimension, in der Nether-Dimension hier drin waren. Dann haben wir Zugriff auf die Enddimension. Und da geht es darum, da können wir uns dann auch langsam unseren Refine Storage machen. Wir können Mob Grinding Utils rein, wo wir dann bis zum Nether Star uns eine Mob Farm bauen können. Wir müssen uns wieder durchcraften, müssen dann 4 verschiedene Dinge craften, damit wir in die Enddimension kommen.
Auch die wird anders sein, also seid gespannt, da kommt einiges auf uns zu. Und das sind so alles die Blöcke, die wir dann craften können für unser finales Item. Ja, das finale Item hatte ich ja schon mal gezeigt. Das ist das, wo wir praktisch diese ganzen Items uns craften müssen. Also, da haben wir einiges zu tun. Gut, was ich jetzt noch schnell mache, ist, gucke mal, wie viel Honig das wir mittlerweile haben. Ja, 3 und 26. Die 26 Glasbottle, die können wir dann auch mal wieder reintun. Das heißt, können wir mal gerade da rein. Das wird auch dann nochmal automatisiert. Das heißt, hier werden wir dann uns Item Pipes oder irgendwas nehmen, damit die Glasbottles dann da reinkommen, wieder zurückgehen. Passt soweit. Cool, cool, cool. So, habe ich noch irgendwas? Nee, wir haben's. Lange Folge, aber wir mussten viel craften und mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich von meiner Mining-Tour zurückkomme und wenn es dann weitergeht, dass wir dann uns so langsam dann in die Nether-Dimension vorwagen und das ein oder andere dann craften. Ich werde dann ein bisschen aufräumen noch hier, weil da hinten ein Baumstamm weg und das da wird ein bisschen aufgeräumt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Morph zockt Restrict Skyblock. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.